Im letzten Teil der Vorlesung haben wir die starke Markov-Eigenschaft kennengelernt und auch ein Kriterium gesehen, das uns garantiert, wann ein Markov-Prozess die starke Markov-Eigenschaft besitzt. Jetzt soll es um konkrete Anwendung der starken Markov-Eigenschaft gehen. Schauen wir uns das im Detail an. Also die erste Aussage, die ich zeigen möchte, ist das sogenannte Blumenthal 01-Gesetz. Das sagt das Folgende aus. Also sei X ein starker E-wertiger Markov-Prozess auf unserem filtrierten Raum zusammen mit dieser Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Und ich nehme jetzt ein X aus E her und eine Menge A, die bezüglich der natürlichen Filtration Fx zum Zeitpunkt 0 plus messbar ist. Und dann ist die Aussage, dieses Ereignis ist unter Px trivial. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Px, von diesem Ereignis A, ist entweder 0 oder 1. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Also wir nehmen uns eine derartige messbare Menge her. Wir nehmen uns jetzt als optionale Zeit die konstante Zeit 0. Natürlich ist das trivialerweise eine optionale Zeit. Warum? Weil jede konstante Zeit ist eine Stoppzeit und jede Stoppzeit ist eine optionale Zeit. Und dann gilt aber für jedes x, dass ich dieses Ereignis, das von der Indikatorfunktion, also die Indikatorfunktion von diesem Ereignis a, unter dieser bedingten Erwartung bei Start in x gegeben f0 plus, erstmal künstlich schreiben kann, als die Indikatorfunktion von a verknüpft mit der Verschiebung um s. S war ja gerade gleich 0 und Theta von 0 ist nichts weiter als die Identität, also hier ist gar nichts passiert. Diese Indikatorfunktion ist trivialerweise erfüllt, weil ja s gerade 0 ist. Und ich kann natürlich auch hier die Notation ändern. Ich kann natürlich statt 0 auch s hinschreiben. Und jetzt sieht man, das ist ja gerade die Form, die wir in der einer linken Seite, die wir in dieser alternativen Charakterisierung der starken Markov-Eigenschaft kennengelernt haben. Das heißt, die Aussage von diesem Satz 2.11d ist, dass ich diese bedingte Erwartung ersetzen kann durch den Erwartungswert bei Start in xs von der Indikatorfunktion von a. Aber s war ja gerade die konstante Zeit, stopp. Optionale Zeit 0, das heißt, hier steht nichts weiter als x0. x0 war unter px aber nichts weiter als x, das heißt, diesen Erwartungswert kann ich auch schreiben als px von a. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Darstellung gefunden von dieser Wahrscheinlichkeit von px von a mit Hilfe dieser bedingten Erwartung. In dem zweiten Schritt können wir uns jetzt auch angucken, naja, wir wissen ja, a ist fx0 plus messbar. Das heißt, wenn ich auf die Sigma-Algebra f0x plus bedinge, kann ich das natürlich auch rausziehen. Das heißt, hier haben wir die Gleichheit aufgrund der Messbarkeitseigenschaft. Jetzt kann ich natürlich die Turmeigenschaft ausnutzen. Warum? Weil natürlich diese natürliche Sigma-Algebra, also die Sigma-Algebra, die vom Prozess erzeugt wird, enthalten ist in der Sigma-Algebra f. Oder in dieser Filtration f. Das heißt, f0x plus ist enthalten in f0 plus. Das heißt, hier habe ich auch jetzt nichts geändert, wenn ich auf die größere Sigma-Algebra bedinge. Hier kann ich jetzt aber gerade das zuvor Gezeigte ins Spiel bringen. Das heißt, ich kann diese bedingte Erwartung auch ersetzen durch diese Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis a. Das ist aber eine Konstante, die hängt gar nicht von Omega ab. Das heißt, hier erhalte ich einfach nur px von a. Das heißt, was wir jetzt hier gezeigt haben, diese Gleichheit gilt für px fast alle Omegas. Das ist aber eine Konstante. Das heißt, es können nur zwei Fälle eintreten. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt entweder den Wert 0 an oder den Wert 1, je nachdem, ob das entsprechende Omega in der Menge a liegt oder nicht. Damit haben wir diese Aussage gezeigt.
Schauen wir uns mal eine Anwendung von dem Blumenthal 01-Gesetz an. Das ist die folgende Aussage über die Brownsche Bewegung. Also sei x eine Brownsche Bewegung auf R. Wir haben ja gesehen, die Brownsche Bewegung ist ein Levy-Prozess. Und damit haben wir im letzten Teil der Vorlesung auch gesehen, dass sie die starke Markov-Eigenschaft besitzt. Und jetzt gucken wir uns die folgenden beiden optionalen Zeiten an, nämlich den ersten Zeitpunkt, dass die Brownsche Bewegung positiv ist, das sei diese optionale Zeit T+, beziehungsweise der erste Zeitpunkt, dass die Brownsche Bewegung negativ ist. Und dann ist die Aussage, dass unter bei Start in 0 T plus gleich 0, also dieses Ereignis T plus gleich 0, die Wahrscheinlichkeit davon hat Wahrscheinlichkeit 1. Und das gleiche gilt auch, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis T minus gleich 0 1 ist. Was heißt das? Das heißt doch nichts weiter als, wenn ich mir jetzt ein beliebiges kleines Intervall der Länge 0 Epsilon hernehme, dann weiß ich aufgrund dieser Aussage, dass die Brownsche Bewegung positiv war und negativ war. Und dadurch, dass sie auch eine stetige Pfade besitzt, muss sie auch durch die Null gekommen sein. Das heißt, ich weiß, um die Null herum in jedem beliebig kleinen Intervall hat die Brownsche Bewegung eine Nullstelle. Das sagt mir dieser Satz aus. Das ist also eine Aussage über die Nullstellen auch der Brownschen Bewegung. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Naja, die erste Beobachtung, wie schon erwähnt, T plus und T minus sind optionale Zeiten. Und ich führe den Beweis mal nur für T plus aus. Aufgrund des Blumenthal 01 Gesetzes genügt es zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von T plus gleich 0 positiv ist. Warum? Naja, das Ereignis T plus gleich 0 ist natürlich F0x plus messbar. Und das Blumenthal 01 Gesetz sagt uns, wenn wir wissen, dass das positiv ist, dann kann es nur 1 sein. Also das ist dann am Ende der Schluss. Wie kommen wir jetzt auf diese Abschätzung? Naja, schauen wir uns mal für eine natürliche Zahl n an. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass T plus kleiner ist als 1 durch n? Dieses Ereignis können wir ja natürlich erstmal durch das Gegenereignis und die Wahrscheinlichkeit von dem Gegenereignis ausdrücken. Das ist also 1 minus die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass t plus größer gleich 1 durch n ist. Das heißt, bis zum Zeitpunkt 1 durch n war die Brownsche Bewegung nicht positiv. Das heißt, für alle s im Intervall 0 bis 1 durch n offen, wissen wir, dass BS kleiner gleich 0 ist. Das ist ja ein Durchschnitt über alle möglichen, zu allen möglichen Zeitpunkten. Das heißt, dass dieses Ereignis kann ich größer machen, indem ich mir nur einen Zeitpunkt angucke. Und den Zeitpunkt, den ich mir angucken möchte, ist n halbe. Das heißt, das Ganze, diese Wahrscheinlichkeit hier, kann ich nach oben abschätzen durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass B zum Zeitpunkt 1 durch 2n kleiner gleich 0 ist, und dann kann ich wieder die Gegenereignis ausnutzen. Das heißt, ich kriege eine Abschätzung nach unten, die dann von diesem Ereignis gerade, kann ich explizit ausrichten, den Wert in halb annimmt. Das war sozusagen der erste Schritt. Zweiten Schritt, ich weiß auch, dass diese Ereignisse ununschon fallend sind. Und ich weiß auch, dass konvergieren gegen den Durchschnitt über alle diese Ereignisse, und das ist nichts weiter als das Ereignis, dass t plus kleiner gleich 0 ist. T plus kann nicht negative Werte annehmen, also es ist die Aussage t plus gleich 0. Das heißt, aufgrund des Stetigkeitssatzes über Maße wissen wir also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei Start in 0 das t plus kleiner gleich 0 ist, das gleiche ist wie der Limes n gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass t plus kleiner als 1 durch n ist. Das haben wir aber gesehen, ist auf jeden Fall immer größer gleich ein halb. Und das ist insbesondere positiv. Und damit folgt jetzt aus dem Blumenthal 01 Gesetz, wie erwähnt, dass diese Wahrscheinlichkeit den Wert 1 hat.
Gucken wir uns eine weitere Anwendung an aus der starken Markov-Eigenschaft, und das ist das sogenannte Spiegelungsprinzip. Also sei B wieder eine brownsche Bewegung auf R und ich bezeichne mit TA das die erste Treffzeit des Punktes A. Und hierbei möchte ich annehmen, mal, dass A positiv ist. Und dann gilt das Folgende, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start 0, dass die Stoppzeit TA kleiner gleich T ist, das ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit bei Start 0, dass das Maximum über alle Zeitpunkte S zwischen 0 und T von der Brownschen Bewegung BS größer gleich A ist. Das lässt sich ausdrücken durch zweimal die Wahrscheinlichkeit bei Start 0, dass BT größer gleich A ist. Das heißt, es genügt sozusagen, den Endzeitpunkt zu betrachten. Was sagt sozusagen anschaulich dieser Satz aus? Also wenn ich in 0 starte, habe ich hier irgendwie so einen Pfad gegeben. Und dieser Pfad kann jetzt irgendwie hier, das sei mal der Punkt A, der würde irgendwie hier so lang laufen. Das wäre sozusagen das Ereignis auf der Seite. Und was ich hier drüben betrachte, ist, naja, ich sage ja, TA ist kleiner als T. Das heißt, ich bin jetzt nicht über diese Menge hinausgelaufen. Das heißt, an dem Zeitpunkt, an dem ersten Zeitpunkt, wo ich diese Level A überschreite, spiegel ich komplett den Pfad. Und damit habe ich sozusagen dieses Ereignis, dass ich bis zum Zeitpunkt T nicht die Menge A getroffen habe, pfadweise sozusagen rekonstruiert. Das kann ich jetzt auch, wenn ich mehrere Überschneidungspunkte habe, kann ich die sukzessive immer spiegeln. Das heißt, pfadweise sagt mir das aus, anstatt diese Stoppzeit, dass ich anstatt diese Stoppzeit zu charakterisieren durch die das Treffen oder das bis zum Zeitpunkt T, dass ich diese nicht treffe, kann ich auch alternativ sagen, nee, ich rechne aus, die Wahrscheinlichkeit zu diesem Punkt zu kommen. Und das ist natürlich von Vorteil, weil diese Wahrscheinlichkeit kann ich explizit berechnen. Wie funktioniert hier jetzt der Beweis? Und der ist wieder eine Anwendung der starken Markov-Eigenschaft in dieser alternativen Charakterisierung. Mit einem kleinen Twist dabei. Und zwar, ich definiere mir diesmal parameterabhängige Zufallsvariablen y, s von Omega. Und die sind wie folgt definiert, das ist einfach nur die Indikatorfunktion von dem Ereignis, die Brownsche Bewegung, am Zeitpunkt t minus s kleiner gleich a ist, falls t größer ist als s und 0 sonst. Und natürlich ist ys beschränkt für jedes s. Und auch FB unendlich messbar. Naja, diese Zufallsvariable, je nachdem, T ist natürlich auch ein fester Parameter, ist FBT messbar, damit insbesondere FB unendlich messbar. Und die weitere Beobachtung ist, wenn ich YS verschiebe um Theta S, dann ist das das gleiche wie das Ereignis, oder diese Zufallsvariable, Indikatorfunktion von dem Ereignis, dass bt strikt kleiner ist als a. Gut, also was erhalten wir? Jetzt gucken wir uns an, also die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass ta kleiner gleich t ist und bt kleiner gleich a ist. Dieses Ereignis haben wir ja hier gesehen, lässt sich auch ausdrücken mit Hilfe von der Zufallsvariable ys verschoben um Theta s. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, ich möchte das Ganze, und das gilt jetzt hier für jedes s, das ich hier wähle. Also wähle ich mir als s gerade tau a und verschiebe das Ganze um tau a. Und dadurch, dass ich weiß, dass tau, ta kleiner gleich t ist, bin ich genau hier in dem ersten Fall, also das genau korrekt definiert. Und jetzt möchte ich natürlich auf diesen Teil im zweiten Schritt dann die starke Markov-Eigenschaft ins Spiel bringen.
Also bedinge ich erstmal auf die Sigma-Algebra f ta plus. Und dieses, dass ich das hier schreibe mit unter der Bedingung s gleich tau a, soll andeuten, dass dieser Parameter natürlich von der Zufallsvariable abhängt, aber um die Markov-Eigenschaft ins Spiel zu bringen und nicht verwirrt zu werden, von welchem Zufall das abhängt, möchte ich das hier einfach so als Notation einführen. Also wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, das mithilfe der bedingten Erwartung zu schreiben. Also ich bedinge auf diese Sigma-Algebra f plus ta. Das ist natürlich f plus ta messbar, kann ich also rausziehen. Und jetzt habe ich diesen Teil übrig und hier wende ich jetzt die starke Markov-Eigenschaft an. Das ist nicht, natürlich nichts weiter als der Erwartungswert bei Start der Brownschen Bewegung zum Zeitpunkt ta von dieser Zufallsvariablen ys, wobei s den Wert ta annimmt. Und jetzt sieht man, warum ich diese komische Notation eingeführt habe. Dieses s ist natürlich eine Zufallsvariable, die bezüglich diesem Erwartungswert gesampelt wurde und wird. Was ist jetzt natürlich, jetzt kann ich auch hinschreiben, unter dem Ereignis, dass ta kleiner gleich s, t ist, kann ich das natürlich auch wieder umschreiben als die Wahrscheinlichkeit, dass b t minus s kleiner gleich a ist. Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass zum Zeitpunkt ta die Brownsche Bewegung im Punkt a ist. Das heißt, ich habe hier die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass bei Start in, die Wahrscheinlichkeit bei Start in a, dass b t minus s kleiner gleich a ist. Und diese Wahrscheinlichkeit hat natürlich den Wert 1/2. Aufgrund, dass es eine normal verteilte Zufallsvariable und das ist aufgrund die sozusagen, genau, das ist eine standard normal verteilte Zufallsvariable und das ist die Hälfte integriert des Raumes. Das heißt, diesen 1/2 kann ich natürlich jetzt auch auf diesem Erwartungswert rausnehmen und was übrig bleibt, ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass ta kleiner gleich t ist. Was haben wir also jetzt erreicht? Wir haben erreicht, dass wir die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass ta kleiner gleich t ist, geschnitten mit dem Ereignis, dass bt kleiner gleich a ist, auch ausdrücken können als 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass ta kleiner gleich t ist. Wie nutzen wir das jetzt? Na gut, wir waren an diesem Ereignis interessiert, nämlich an dem Ereignis, dass ta kleiner gleich t ist. Das kann ich natürlich schneiden mit dem Ereignis, dass zum Zeitpunkt t die Brownsche Bewegung oberhalb von a liegt oder unterhalb von a liegt. Das sind zwei disjunkte Ereignisse, wobei ich hier das gleich erlaubt habe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Brownsche Bewegung zum Zeitpunkt t genau den Wert a annimmt, Maß 0 hat. Jetzt gucken wir uns erstmal das erste Ereignis an. Wenn ich natürlich weiß, dass die Brownsche Bewegung zum Zeitpunkt t größer gleich a ist, dann weiß ich natürlich auch, dass bis zum Zeitpunkt t die Brownsche Bewegung das Level a getroffen hat. Das heißt, dieses Ereignis ist in dem Ereignis enthalten. Das heißt, damit kann ich die Wahrscheinlichkeit auch so vereinfachen, als die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass bt größer gleich a ist. Für diese Wahrscheinlichkeit kann ich natürlich das zuvor Gezeigte benutzen und das ausdrücken als 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0 von ta kleiner gleich t. Jetzt sehe ich, diese Gleichung kann ich einfach nach dieser Wahrscheinlichkeit auflösen und erhalte, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0 von ta kleiner gleich t das gleiche ist wie 2 mal die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass bt größer gleich a ist. Sozusagen, was jetzt als letztes bleibt, ist nur noch die Erklärung, warum die Gleichheit gilt. Naja, was heißt es dann, dass ta kleiner gleich t ist? Das heißt doch nichts weiter, als dass das Maximum, a ist ja positiv, denn das Supremum über alle Zeiten von dieser Brownschen Bewegung größer als a sein muss. Das ist ja die einzige Möglichkeit, das Level a getroffen zu haben. Dadurch, dass die Pfade
von der Orangen Bewegung aber stetig sind, wird natürlich auf diesem kompakten Intervall das Supremum angenommen. Deswegen darf ich das Supremum auch ersetzen durch das Maximum. Damit hätten wir dann auch diesen Satz bewiesen. Abschließend ein kleines Korollar daraus. Und zwar, dass die Brownsche Bewegung rekurrent ist. Das heißt nichts weiter als, dass für alle Punkte x und a aus r gilt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass die Stoppzeit oder die Treffzeit von dem Level a zu einer endlichen Zeit passiert, Wahrscheinlichkeit 1 hat. Warum gilt das? Zunächst einmal ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir annehmen, dass x gleich 0 ist und a positiv. Warum? Na, der Rest ist einfach nur eine Verschiebung. Also wenn ich in x starte, würde ich das zurückziehen auf und auf 0 gehen möchte, dann wäre das b das Treffen des Punktes a minus x. Und aufgrund der Symmetrie bezüglich der Brownschen Bewegung, bezüglich der x-Achse, kann ich auch negative a's erlauben. Gut, nehmen wir also das an. Und dann folgt das dem Spiegelungsprinzip und der Stetigkeit für Maße das Folgende. Also ich kann ja erstmal das Ereignis, dass TA endlich ist, ausdrücken als das Ereignis, als die Vereinigung der Ereignisse, dass TA kleiner gleich n ist. Und jetzt nutze ich die Stetigkeit der Maße aus. Das heißt, das ist das gleiche wie der Limes n gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass TA kleiner gleich n ist. Hier kann ich jetzt aber das Spiegelungsprinzip anwenden. Das ist also nichts weiter als der Limes n gegen unendlich von 2 mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass Bn größer gleich a ist. Diese Wahrscheinlichkeit, aber das ist ja nichts weiter als eine Normalverteilung, und die können wir explizit ausdrücken, nämlich das ist nichts weiter als das Integral von a bis unendlich von der Dichte 2πn hoch minus 1/2 mal e hoch minus x² durch 2n. Was ich jetzt machen kann, ich kann natürlich, ich hätte gern das n hier raus. Das kann ich natürlich substituieren. Ich ersetze also x durch x' durch Wurzel n. Wenn ich die Substitution durchführe, erhalte ich, dass das das gleiche ist wie der Limes n gegen unendlich von 2 mal dem Integral von a geteilt durch Wurzel n bis unendlich von der Dichte der Standard-Normalverteilung. Und jetzt sehe ich, wenn ich den Limes bilde, konvergiert das natürlich gegen das Integral von 0 bis unendlich mit dem Faktor 2. Kann ich doch auch umschreiben als das Integral von minus unendlich bis unendlich und das hat gerade den Wert 1. Gut, was haben wir jetzt in diesem Vorlesungsteil gesehen? Wir haben die starke Markov-Eigenschaft kennengelernt und Beispiele davon gesehen und gesehen auch, wie man diese starke Markov-Eigenschaft benutzen kann, um interessante probabilistische Aussagen über die Brownsche Bewegung zu treffen, zum Beispiel. Im nächsten Teil der Vorlesung soll es darum gehen, eine Charakterisierung von Markov-Prozessen über analytische Objekte herzuleiten, weil im Allgemeinen ist es relativ kompliziert, die Übergangsfunktion anzugeben, wenn ich nur mikroskopisch, also lokal weiß, wie sich der Prozess ändern soll. Aber darum soll es beim nächsten Mal gehen.